Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX-Led Live Trading mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie natürlich heute herzlich willkommen im Namen von FX-Led. Bevor ich gleich den Bildschirm an den Thorsten übergebe, müssen wir natürlich einmal obligatorisch den Risikohinweis zeigen, bitte zur Kenntnis nehmen und ja, Sie müssen letztendlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Und dieses Webinar, auch wenn eventuell Live-Trading gemacht wird, dient nur zu Schulungszwecken. Ja, ganz wichtig. Gut, dann Jo. auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten. Ich übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und natürlich viel Erfolg. Das Übergeben langt ja nicht. Ich muss ihn ja auch noch übernehmen, ne? Das wäre schön. Ja. Also, guten Morgen in die Runde. Ich weiß nicht, welchen Bildschirm ihr seht, wahrscheinlich den falschen. Also, go to Webinar. Jetzt sehen wir Italien. So, genau. Also, guten Morgen in die Runde. Um eins vorneweg zu sagen, wir werden dieses Webinar zeitlich begrenzen. Ich werde mich heute streng an meine Arbeitszeiten halten. Mehr als eine Stunde arbeitet man hier nicht. Wie man sieht, sind wir auf Tour, wie angekündigt und auch wie auf dem ersten Stereo Trader Day vor 4 Wochen erläutert, haben wir direkt nach dem Stereo Trader Day in Köln unsere Tour gestartet unter dem Motto Pizza, Pasta, Candlesticks. Und wie man sieht, befinden wir uns jetzt hier unten direkt am Gargano in zwischen Manfredonia und Saponeta. Eine schöne Ecke hier. Wir gucken rüber auf Albanien. Die Albaner gucken zurück. Aber keiner kann von dem anderen was sehen. Und um die ganze Sache etwas zu komplettieren, ist das mein Arbeitsplatz diese Woche. Ziel dieser Tour ist es, ja, wie immer, das 4. Jahr in Folge, dass wir, wie soll ich das sagen, nicht klar machen wollen, sondern zeigen wollen, was man sich an Zielen verwirklichen kann oder wie man leben kann, wenn man sich einigermaßen diszipliniert und sich einigermaßen sicher durch die Märkte bewegt. Ganz am Rande, ich muss mich vorher schon mal für die Tonqualität entschuldigen. Ich habe hier im Auto ein Modem. Ein, logischerweise, wer hat das nicht? Ein Cradlepoint, der mir abgeraucht ist, leider Gottes, und mir konnte bisher kein Support helfen, das Ding wieder in Gang zu bringen. Und deswegen improvisieren wir im Moment ein bisschen mit, ja, mit abgespeckter Technik. Wir fahren das sogenannte Notfallprogramm. Das heißt, der Ton, der kann ab und zu mal etwas abgehackt sein. Aber Nelson, der zeichnet nicht nur Fußballspiele auf, um zu lernen, sondern der zeichnet ja auch Webinare auf, um euch auch das hinterher präsentieren zu können. Ihr findet die Aufzeichnung nachher sauber bei uns im YouTube-Kanal. Was ist das Thema heute? Wir be beschäftigen uns heute einmal mit unserer morgendlichen Analyse, was wir gleich tun werden. Und wir beschäftigen uns mit ein, zwei Neuerungen, nämlich mit Euro Pro 3. Also, wir haben hier seit gestern eine Position im Euro-US-Dollar laufen, die ich, da ich jetzt hier gleich ein bisschen analysiere, werde ich hier die Strategie gleich wechseln. Die Position ist abgesichert. Die werden wir auch nicht mehr verändern. Ich wechsle jetzt nur die Strategie, um dann auch die Analyse machen zu können. Sonst habe ich nachher ein Problem,
dass wir statt einer Trendlinie einen Stop verziehen oder statt einer Trendlinie nachher einen Stop löschen. Das ist ja unser Lieblingssport, oder? Und das wollen wir ja nicht, ne? Also, Euro pro eine Minute, Euro pro eine Minute, Euro pro drei. Auf den Unterschied werde ich nachher gleich eingehen. Wir machen unser altes Spiel, nämlich, dass wir uns in den morgendlichen Session, wenn wir, man merkt sogar, die Plattform hängt ein bisschen, unsere morgendliche Analyse machen, konzentrieren wir uns auf ausschließlich Zielbereiche und nach unserem Regelwerk Euro pro. Wir haben das ja schon ein paar Mal hier in den Webinaren erklärt. Das ist genau das, was uns morgens relativ zügig dazu bringen soll, unseren Tagesverdienst einzufahren. So, und jetzt kommen wir langsam dahin, dass das Ding vernünftig lädt. So, ganz kurze Erklärung für die, die neu sind, für die, die neuen, für die, das ist immer auf dem Campingplatz, wo man dann irgendwo steht und dann ist man schon 3 Tage da und dann kommt hier ein neuer Wohnwagen oder ein neues Wohnmobil irgendwie, guck mal, da hinten kommen die neuen. Also für die, die uns noch nicht kennen, wir arbeiten mit sehr einfachen Mitteln. Diese sehr einfachen Mittel, nämlich günstig oder einfach, ohne Komplikation zu analysieren, werden wir in 3 Wochen mal zeigen, glaube ich. Wenn lesen kann mich gerne verbessern, aber ich glaube, wir wollten das am 5. Juni oder so machen. In einem Abendwebinar werden wir unsere Art zu analysieren, grob zusammengepackt erläutern. So, wie wir das machen. Das heißt, ich arbeite grundsätzlich mit sehr einfachen Mitteln. Wir haben einen 5-Minuten-Chart und wir haben einen 1-Minuten-Chart. Mehr brauche ich für meine Grundlage nicht. Der 5-Minuten-Chart ist für mich der übergeordnete Trend. Und jetzt gucke ich hier einmal ganz grob rein und sage, okay, habe ich übergeordnet einen Trend, ja oder nein? Da hier so viele kluge Leute anwesend sind, übrigens danke für die Zahl, für das zahlreiche Erscheinen, hatte doch der eine oder andere sein Köpfchen aus dem Kissen gehoben am frühen Morgen. Ich könnte wetten, wenn der ein oder andere ehrlich ist, hat er sein Kissen noch mit, er hat es auf der Tastatur liegen, oder? Haben wir hier einen Trend, ja oder nein? Und wenn ja, welchen? Wir wollen scalpen. Wir sind bei Scalpen mit System. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Deswegen auch die Antworten bitte etwas schnell. Haben wir einen Trend, ja oder nein? Sehr schön. Ich fasse mal die Antworten zusammen. Und dann sage ich was, was ich ungern sage. Also, ja, Short, Abwärtstrend. Trend, ja, Abwärtstrend. Nein, nein, ja, abwärts. Eher nein, ja, abwärts. Ich würde sagen, wir sind long. Ja, nach unten, seitwärts. Auf 5 Minuten, Abwärtstrend. Abwärts, allerdings höheres Tief. Sehr gut. Auch wenn der diejenige aus Österreich kommt. Ach nee, ich darf ja nicht mehr über die Österreicher schimpfen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, alles gut. Genau so ist es. Ja, wir haben einen Abwärtstrend. Die Antwort, wir haben keinen Trend, ist Quatsch. Ich sage meine Meinung. Ich will jetzt keine Lehrbücher hier irgendwie kaputt machen oder irgendwie gegen jemanden andiskutieren oder so. Für mich haben wir immer einen Trend. Immer.
Auch wenn wir seitwärts sind, nehmen wir mal ruhig dieses Spiel. Wir sind hier seitwärts. Trotzdem sind wir in dieser Seitwärtsphase immer noch in einem Trend. Wir haben einen Abwärtsschub und wir haben hier eine Korrektur. Wir befinden uns hier immer noch in einer Korrektur. Übergeordnet haben wir hier die Abwärtsbewegung, hier die Korrektur und das hier verschachtelt in sich nur ein bisschen. Und selbst daraus sind wir jetzt schon wieder mit diesem Tief in einem Abwärtstrend, haben hier eine Korrektur. Und jetzt wird es schwierig, weil wir haben da das Tief, da mit dieser Kerze, mit dieser blauen Kerze, kann man das erkennen? Gut. Wir haben mit dieser Kerze hier, haben wir hier ein Tief und wir haben unter diesem Tief noch keinen Schlusskurs. Das heißt, das hier ist immer noch die Bewegung und das hier ist noch die Korrektur. Solange sind wir hier wieder in einem Abwärtstrend sauber unterwegs. Auch wenn wir hier ein neues Hoch haben, wir haben hier ein Tief, hier ein Hoch, wir haben kein tieferes Tief mit dem Schlusskurs. Wir haben hier zwar ein tieferes Tief, aber nicht mit dem Schlusskurs. Wir haben hier ein höheres Hoch. Somit befinden wir uns hier in dieser Zeiteinheit, hier gerade in der Korrektur. Hier ein höheres Hoch. Damit ist das hier die Bewegung, das noch die Korrektur. Wenn wir das jetzt in einer Zeiteinheit runterschalten, und das ist ja der ganze Sinn und Zweck der Übung, wenn wir das jetzt hier eine Zeiteinheit runterschalten, da, dann sehen wir, dass wir hier im 1-Minuten-Chart Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ganz sauber haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung. Im 1-Minuten-Chart bewegen wir uns in einem Aufwärtstrend. Das letzte Hoch hier ist ebenfalls kaputt. Hier haben wir das Hoch. Das ist die Bewegung im 5-Minuten-Chart. Hier haben wir die Hochs aus der Korrektur. Hier haben wir neue Tiefs. Die alten Hochs sind gebrochen. Damit bewegen wir uns im 1-Minuten in einem Aufwärtstrend. Und im 5-Minuten in einem Abwärtstrend. Heißt, wir bewegen uns hier sauber in der Korrektur. Und hier in diesem Aufwärtstrend bewegen wir uns auch gerade in der Korrektur. Kommen wir auf Europro. Wir wollen Europro handeln. Europro heißt, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Diese Antwort können wir uns geben. Wir können sagen, haben wir übergeordnet einen Trend? Ja, aber der ist abwärts gerichtet. Demnach abwärts gerichtet sind Long-Positionen tabu. Gerade eine Katze geschlachtet, macht er Frühstück oder was? Klingt hier draußen, als wenn eine Katze ausweidet oder so. Also, Abwärtstrend, hier die Korrektur, alles ist rot, deswegen sind Long-Positionen für uns ausgeschlossen. Erst wenn wir in 5 Minuten hier oben drüber gehen, erst dann haben wir einen Aufwärtstrend. Und dann erst würde ich eventuell auf Long umsteigen. Allerdings, wenn wir hier hochkommen, sind wir hier oben in den Zielbereichen. Da sind wir schon beim Handel mit den Zielbereichen. Wir fahren ja gerne eine Kombination aus Euro Pro und den Zielbereichen. Handel nach Zielbereichen und Euro Pro heißt für mich, wir dürfen heute die Stufen abarbeiten. 18,59, 18,69, 18,80, 18,86. Cut. Höher sollten wir nicht gehen. Heißt, wenn wir damit arbeiten wollen, sehen wir hier oben dieses Hoch. Das ist für heute das Zünglein an der Waage. 1886 war ein schöner Jahrgang, ne? 1886 ist das Zünglein an der Waage. Erst da oben drüber würde ich sogar von einem Trendwechsel reden. Erst da drüber, weil auch erst da drüber, und da sind wir schon, sind wir in den hohen Zeiteinheiten da oben angekommen und können sagen, okay, da oben, dieses Hoch, erst dann, erst da oben drüber würde ich mich irgendwo dazu hinreißen lassen, einen blauen oder grünen oder einen bullischen Gedanken zu fassen. Solange ist alles rot. Hier in dieser Phase.
in dieser Phase darüber nachzudenken, zu kaufen, ist nicht die klügste Entscheidung. Wir kommen von 1,2424, sind bei 1,1844 im Tief. Das heißt, wir sind 580 Punkte gefallen. Brauchen wir nicht drüber nachdenken, irgendwo zu kaufen. Noch nicht. Wann können wir den ersten Kaufgedanken aufkommen lassen? Man hat mir meine Objekte geklaut. Nein, da. Nein, wir sind ja in Italien, nicht in Polen, ne? So. Die Nummer hier, die schwächelt ein bisschen. Warum? Weil wir genau in diesem Bereich hier rumturnen und genau da haben wir jetzt die 61 geknackt. Da wir die 61 und sogar die 66 geknackt haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir jetzt dieses Zwischenziel hier unten, die Marken könnt ihr euch mitschreiben, dieses Zwischenziel hier unten, 1,17, wir haben als, hey, ich gucke jetzt erst hier rein, Mario, Carsten, wieso bist du überhaupt schon so früh wach? Was ist mit dir los? Senile Bettflucht. So, hier unten, wir haben als Ziel 1,1720, 1,1730 aufgerufen, schon vor einer Woche. Und diese 1,1720, 1,1730 haben wir hier als Zwischenziel. Das sollte die nächste Marke sein. Wenn diese bricht, dann geht es im Eilmarsch durch dieses Tief, durch die 1,1720. Stundenschlusskurs unter der 1,1720, 1,1710 führt uns direkt zur 1,1555. Da gibt es nichts mehr, was einen hält. Die 1,1720, auf die komme ich. Kann man das sehen? Dieses Tief? Dieses Tief 1,1712, 1,1713. Ich runde so eine Geschichten auf 1,1720. Wir kommen teilweise mit unseren Positionen oben von der 1,23 und die würde ich hier unten bei der 1,1720 rausschmeißen. Auf jeden Fall ein Teil. Gehen wir noch eine Nummer weiter. Das ist die letzte komplette Aufwärtsbewegung. Hier bei 1,1930 war das markanteste Zwischenziel, was er nach unten auch geknackt hat. Also gehen wir eine Bewegung weiter. Und zack. Und sehen, demnach hätten wir sogar Luft jetzt bis in diesen Bereich. Hier sind wir bei 61,8, 1,66 und dann landen wir wieder ganz geschmeidig unten bei der 1,1160. Also, nochmal zusammengefasst, nächstes Ziel 1,1720, dann dürfte er vielleicht sogar korrigieren, wieder bis an die 1,20 zurück. Um diese Nummer hier aufzubauen, dann hätten wir in diesem Fall hier eine schöne kleine SKS, mein Lieblingsspielzeug. Eine SKS mit einer steigenden Nackenlinie hätten wir in diesem Fall. Soweit sind wir noch lange nicht. Wenn wir die dann kriegen, dann haben wir eine faire Chance, hier runter bis an die 1,11 zu klatschen. Das werden wir sehen. Wir sind ganz gut investiert. Wir sind abgesichert, uns kann nichts mehr passieren. Genau da habe ich jetzt drauf gelauert. Peter hat es sauber erkannt. Hier unten haben wir noch ein Gap vom vor einem Jahr. Letztes Jahr im April wurde dieses Gap hier unten gerissen. Das ist immer noch offen. Allerdings, wenn wir so weit runtergehen, dann wird sich das Verhältnis extrem ändern, dann sind wir unter der Parität in der Folge, wenn dieses Gap geschlossen werden sollte. Aber so weit wollen wir ja gar nicht gehen. Wir haben nach Euro Pro, wenn ich euch zu schnell bin, müsst ihr es sagen, dann mache ich noch schneller. Wir haben nach Euro Pro sind wir abwärts gerichtet. Wir haben einen Abwärtstrend übergeordnet, um das nochmal zusammenzufassen. Wir sind hier immer noch abwärts gerichtet. Wir sind hier in der Korrektur. Korrektur heißt Bewegung.
Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein mit dem Schlusskurs und das mit Musik. Hier ist Musik und dann die Korrektur, den Rücklauf. Ich habe es jetzt verpasst, geht er jetzt hier hoch an die 48, hau ich drauf und knock ihm noch eine. So, und das auch in einer separaten Strategie. Und dann suche ich mir jetzt schon mal im Vorfeld das Ziel. Und mein Ziel wäre in dem Fall, dass die Bewegung und dass die Korrektur, trara, dann sind wir, zack, dann landen wir hier unten erstmal an der 1,1840 Tagesziel. 10 bis 12 Punkten und wir werden an diesem Ziel diese Nummer Break-Even absichern. Zack, dann ist das Ding schon mal automatisiert. So, warum bin ich jetzt so weit auf den Trend eingegangen? Das Ding lassen wir laufen. Ist auch nur die Aufstockung der bestehenden Position. Deswegen ist das nicht so wild. Wenn die rausfliegt, fliegt sie raus, dann haben wir Pech. Warum bin ich jetzt auf diese Trendgeschichte so weit eingegangen? Siehst du, wir können schon mal das Risiko verringern. Das hätte ich beinahe vergessen. Danke. Warum bin ich da drauf so weit eingegangen? Genau diese Trenddefinition, die wir hier hatten, haben wir einen Aufwärtstrend, haben wir einen Abwärtstrend. Genau mit dieser Geschichte haben viele Leute Kummer. Und deswegen bin ich dem Nelson sehr dankbar. Ich bin Nelson für so vieles dankbar. Wir spielen zum Beispiel die, aber ich bin nicht für alles dankbar. Ich bin auch für ein paar Sachen nicht dankbar. Wir hätten ja wenigstens bei der Fußball-WM in einer Gruppe sein können, ne? Dann wären wir auf jeden Fall schon mal mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit weiter. Ich habe nur darauf gewartet. Ja. Seid ihr dieses Jahr überhaupt dabei? Irgendwie schon. Bestimmter Irrtum. Oder habt ihr eine eigene Gruppe gebildet mit Holland und Italien? Dann werden wir bestimmt Meister. Ja. Also, wir haben genau deswegen hier etwas dran rumgebaut und haben Euro pro 3 gebaut. Euro pro 3 ist ein Upgrade auf unser gewohntes Euro pro. Und jetzt blende ich hier mal alles aus, was man ausblenden kann. Wir haben hier wie gewohnt unsere Wolke. Bitte nicht wieder die Frage, ey, was ist da drin? Ist das ein Ichimoku? Mit welchen Einstellungen? Oder habt ihr da, was weiß ich? Nein, haben wir nicht. Ja, Dirk hat mich so schön diese Woche mal auf Facebook in seiner Gruppe zitiert. Es geht auch keinem was an, was da drin ist. Man muss ja auch nicht immer alles verraten. Wie heißt es immer so schön? Wenn man eine Katze auseinandernimmt, um zu sehen, wie eine Katze funktioniert, hat man als erstes eine nicht mehr funktionierende Katze. Und genauso ist es. Diese Frage höre ich hier immer wieder. Ey, was ist da drin? Wie verarbeitet ihr das? Und so weiter. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich frage da auch nicht mehr nach. Aber ich weiß es. Wir müssen uns einfach mal dran gewöhnen, Regelwerke einzuhalten oder uns Regelwerken zu unterwerfen. Gerade hier an der Börse. Das ist so. Dazu gibt es eine Dokumentation. In der Dokumentation kann man lesen, wie man den ganzen Kram, den wir hier haben, wie man den anwendet und danach hat man sich zu richten. So, was haben wir jetzt verändert? Die Farben sind geblieben. Wir haben den ganzen Kram dahinter geändert. Wir haben die Zielbereiche etwas verfeinert und nicht mehr so aggressiv im Chart. Unsere Zielbereiche bleiben nach wie vor. Man sieht jetzt nicht, man sieht jetzt die Werte da dran, dass man genau weiß, okay, wo landet man, wenn er jetzt hier unten rausschießt. Dann wird meine Position nämlich gleich Break-Even gehen. Dann sind wir hier auch unter dem Tief von
heute Nacht. Und hier werden wir an die 38 an das Tagestief von gestern kommen. Wenn er die durchknackt, dann ist die 1,1720 ziemlich sicher. Ich behalte die nur deswegen im Auge. Okay, wir haben viele Leute, die immer Kummer haben, ja, jetzt muss ich mit dem Fadenkreuz immer drauf gehen, Zielbereich, dann muss ich mal gucken, welcher Wert ist da irgendwie, welcher Wert ist da wo. Oh, guck mal da, meine Position ist schon break-even. Genau. Stop, break-even, schön automatisiert, Zieleinlauf Nummer 1, Zielbereich unten schon mal, ups, falsch, da. Da, jetzt arbeitet er schön unsere Zielbereiche unten ab. So, das heißt, wir haben neue Zielbereiche hier drinne. Wir haben den Filter wie gewohnt. Wir haben ihn nur etwas verblasst, aber wir haben den Filter wie gewohnt da drinne. Was viel wichtiger ist, dass wir jetzt eine Trenddefinition haben für alle die, die Kummer haben, den Trend zu erkennen. Ich will jetzt keinen direkt ansprechen, ne, Peter, aber ich weiß, der ein oder andere hat bösen Kummer, immer die Trenddefinition gerade in verschachtelten Trends umzusetzen oder zu erkennen. Und genau dafür haben wir jetzt eine Indikation gebaut, wie ist mein Trend. Und hier sehen wir in 15 Minuten, haben wir noch, die Kerze ist noch nicht zu Ende, haben wir noch einen nicht bestätigten Aufwärtstrend. Alles andere ist stramm auf Short gebürstet. Daily ist Short, 4 Stunden ist Short, Stunden ist Short. 5 Minuten haben wir jetzt gleich den bestätigten Abwärtstrend, das werden wir gleich sehen. Dann haben wir hier wieder voll rot und im M1 sind wir auch rot. Und man kann sich sogar hier kann man sehen, wie weit dieser Trend korrigiert wurde, wie weit der retraced wurde. Das nehmen wir aber mal raus. Das findet ihr nachher in der Dokumentation. Da will ich jetzt noch nicht so weit drauf eingehen. Das geht ein Tick so weit, zu weit. Und ich kann mir hier anzeigen lassen, wie weit bin ich. Wir sind übergeordnet, wie gesagt, hier unter Short unterwegs. Und hier haben wir die Bestätigung nicht. Und deswegen sind wir hier, wir warten jetzt auf den Schlusskurs dieser Kerze. Den Schlusskurs hätte ich jetzt gerne hier da drunter. Da werden wir nämlich gleich sehen, wie er wechselt. Das dauert aber noch ein bisschen. Das heißt, man kann sich hier den aktuellen Trend auch anzeigen lassen. Wo bewegen wir uns gerade? Für alle die, die wirklich ein bisschen Kummer haben, dass zu definieren oder zu erkennen, die sehen, wo ist der Trend und wo ist übergeordnet, in welche Richtung bin ich überhaupt orientiert. Hier in diesem Panel könnt ihr das erkennen. Dazu kommt, dass wir die Sessionzeiten einblenden können. Da, New York, Tokio, wann macht wer auf, wann macht wer zu? Genau immer jeweils unter den Kerzen. Und viel wichtiger ist hier, dass wir die News einblenden können. Hier kann man die Prioritäten setzen. Welche News will man sehen? Und das ist alles jetzt ein bisschen klein. Der Schirm ist ein bisschen weit weg. Hier unten kann man sich für den jeweiligen Tag die News direkt in den Chart einblenden lassen. Und die Zeiten, wann macht wer auf? Hier öffnet Tokio, hier schließt New York, wann macht New York auf, wann macht New York zu, wann macht London auf, wann macht London zu, wann eröffnet Frankfurt, wann eröffnet London und so weiter. Hier hat man die ganzen Zeiten drinne und auch die News. Ich habe die bei mir ziemlich krass gefiltert. Ich will nur die wichtigsten News drinne haben. Und nicht jeden Scheiß. Hier die drei Bullen und die 3-Sterne-News, die will ich eingeblendet haben. Alle anderen sind für mich zu schwach. Auch dafür gibt es eine Dokumentation, die man, wo dann genau beschrieben ist und auch ein kurzes Video dazu, wo dann kurz beschrieben ist, wie wendet man was an. Gedacht ist es vor allem für die, die wirklich Kummer haben, die Trends zu erkennen,
Geht mir auch manche Tage so, dass ich so, an manchen Tagen sieht man es sofort auf den ersten Blick. Manche Tage hat man dazwischen, wo man sagt, nee, scheiße, ist gar nicht. Gibt es den Wirtschaftskalender als Add-on für Euro Pro 2? Nee, das ist ein Upgrade auf Euro Pro 2, das heißt dann Euro Pro 3 und da gut, dass die Frage kommt. Und genauso, mal gucken, ob ich das jetzt schon finde. Wupp. Ach nee, da haben wir es ja. So, und dieses Upgrade findet man seit heute früh in unserem Store. Kostet einmalig 149 Euro. Ich will jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung lassen machen, aber kostet einmalig 149 Euro. Aber bitte nicht zu voreilig, weil, so, jetzt muss ich den nur mal schnell raussuchen, weil wir sind ja manchmal da auch um, ich will nicht sagen, Geschenke zu machen, aber wir haben. Den muss ich jetzt nur rausdrücken. Ich habe den jetzt nicht mehr im Kopf. Für die Veranstaltung heute haben wir extra, weil der Nelson so eine schönen Augen hat und immer so schön bettelt und auf den Fußballtrainer sparen muss, haben wir einen Gutschein erstellt in Verbindung und Sponsoring mit dem Broker eures Vertrauens und damit kriegt ihr, ich muss ihn nur finden, sorry. Na komm, ist nicht der schnellste. So. Genau, Manfredonia 20% heißt der. Weil wir stehen in Manfredonia. Ich pack den hier mal rein. Überall, wo es irgendwo geht, Nelson wird den euch wahrscheinlich dann auch in einer Mail mitschicken. Den Gutscheincode, der hat Gültigkeit bis 30.05. Und damit wird das ganze Ding in Sponsoring mit FX Flat um 20% reduziert. Hier im Chatfenster müsstet ihr das jetzt sehen, oder? Der eine sieht es, der andere nicht. Der Lutz, der sieht es nicht. Der Peterle sieht es. Dann muss der Lutz doch mal die Äuglein aufmachen. Okay. Dann schreiben wir den nochmal hier unten rein in den Chat. Zack. Dann sieht ihn auch der Lutz. So. Okay. Also, das Upgrade bis zum 30. gibt es 20%. Euro Pro 2 läuft ganz normal weiter. Es ist ja nur eine Erweiterung oder ein Update beziehungsweise ein Upgrade, mit dem wir in Zukunft arbeiten werden. Hier ist alles einzeln abschaltbar und man muss ja auch nicht alles nutzen. Wir haben es vor allem zugunsten derer gemacht, die Kummer haben, einen Trend zu erkennen. Nein, das ist kein Link. Den Link gibt es so für den Lutz auch noch einen Link da rein zum Shop. Das ist nämlich mein Shop, unser Shop. Zack. So, für den lieben Lutz, damit er nicht suchen muss. Unter seinem Kopfkissen auf der Tastatur. So viel dazu. Diese Position hat es leider Gottes rausgeschmissen, aber Break-Even.
Break-even ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich dann, naja, also bei Break-even heißt ja für mich Break-even plus zwei. Also bei mir kommen immer zwei Punkte dazu. Einer geht für die Kosten weg und einer ist dann immer noch ein wesentlich kleiner Verdienst. Wer mich oder wer unseren Laden kennt, der weiß, dass wir in der Regel mit zwei, drei Standard-Lots handeln. Meine Haupthandelsgröße sind drei Standard-Lots und wenn ich mit so einer Position Break-Even rausfliege, will ich wenigstens 30 Euro verdient haben. So, nach Zielbereichen jetzt Long, mein lieber Hans-Hermann, du bist wahrscheinlich zu spät aufgestanden. Was war die erste Aussage heute früh, als wir uns die ganze Geschichte hier angeguckt haben, übergeordnet angeguckt haben? Was war die erste Aussage? Richtig, Long ist ausgeschlossen. Wer nach Euro Pro diese erste Position hier mitgenommen hat, ich bin ja nur Break-Even gegangen und ein vernünftiges Tagesziel. Wirklich ein vernünftiges, akzeptables Tagesziel. Mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Ich rate jedem Newcomer, jedem, ich will nicht sagen Anfänger, das klingt immer so doof, dann kommt man sich immer vor wie so ein stotternder Golf-Dieselfahrer am Kreisverkehr, der seine Karre nicht in Gang kriegt. Jedem, der sich hier einigermaßen sicher an der Börse bewegen will, gucken wir uns das Regelwerk nochmal zusammen an. Wir sind short-orientiert. Wir sind hier in der Korrektur. Korrektur hat übergeordnet einen Aufwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier den Trendbruch, dann die Korrektur. Vernünftiges Tagesziel sind aus meiner Sicht, das erreicht man auch, 8 Punkte. Die 10 Punkte, die kann man sich später an die Backe nageln. Hier sind wir bei 46. 46 und wir waren im Tief bei 36. 10 Punkte. 10 Punkte hier unten raus, die Uhr ist 8:22 Uhr. Wir haben dieses Ziel erreicht um 8:11 Uhr. Wir haben angefangen um 7:45 Uhr. Das heißt, 15 und 11 sind nach Adam Riese und Eva Zwerg. Jetzt sehe ich den Lutz schon wieder sein Kissen beiseite räumen und einen Taschenrechner suchen neben der Tastatur. Demnach haben wir heute Morgen 26 Minuten gearbeitet. In 26 Minuten haben wir von hier aus 10 Punkte gemacht. Hey, er hat es rausgekriegt. Hat seine Frau gefragt, könnte ich wetten. 26 Minuten gearbeitet, 10 Punkte. 10 Punkte mit drei Standard-Lots sind $300. Wem das nicht langt, der soll die Kneipe wechseln. Ich sage sonst was anderes, aber ich weiß, hier sind auch Damen anwesend. Also, wem das nicht reicht, wer mit 200, $300 am Tag nicht zurechtkommt, der soll wirklich das Restaurant wechseln. Also, nochmal. Abwärtstrend haben wir sauber analysiert. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Bruch des Trendes, Rücklauf in Richtung unsere Wolke und unter den steigenden Kerzen lassen wir uns einstoppen. Darunter, unter diesen Kerzen lassen wir uns einstoppen. Mit dieser Kerze hier werden wir in den Markt geholt bei 1:18:46,6. Wer sein Tagesziel bei 10 Punkten hat, fliegt bei 36,6 raus. Und das ist hier unten. Und damit kann man jetzt den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen. Nur mal zur Erinnerung. Dann kann man nämlich am Rande sich dann darum kümmern. Ne? Die Sonne geht auf, hier draußen sind die Fischer, also setzt man sich aufs Moped, fährt zum Markt, holt sich frischen Fisch zum Mittag oder man isst eine herrliche Focaccia zum Frühstück mit ein bisschen frischem Obst und dann ist der Tag auch schon durch. Wie geht es weiter? Haben wir auch auseinandergepflückt. Wir haben als Ziel die 1:17:20. Woher die kommt, haben wir auch sauber vorhin auseinandergepflückt, oder? 1:17:20 und dann geht es direkt hier runter an dieses Tief, an die 1:15:50 und dann geht es in ziemlich schnellen Schüben hier Richtung Süden. Euro Pro Setup ist
durch für heute. Euro pro 3. Wie gesagt, könnt ihr bei uns im Shop ordern. Wenn ihr den Gutschein einlösen wollt, solltet ihr ein bisschen Gas geben. Aufpassen, Zielbereiche. Wenn wir hier unten an die 25 kommen, alles, was noch short ist, was die Position mithandelt und vielleicht Break-even knapp verfehlt wurde oder so, wer ist da noch dabei? Wer ist da noch drin? Wer hat die Position überhaupt gehandelt? So. Wer da noch drin ist, hier unten aufpassen an der 25. Ihr kommt von der 46,6 an der 25, habt ihr 20 Punkte. Hälfte rausschmeißen. Nein, keine Handelsempfehlung. Keine Handelsempfehlung, bitte. Keine Handelsempfehlung, aber wenn, ich muss ja hier labern, ne? Wer zwar schlecht dafür bezahlt, nee, ich werde dafür gar nicht bezahlt, aber ich muss hier ja trotzdem labern, dann bin ich ein bisschen abgelenkt. Über 50 bin ich ja auch noch, also mein Multitasking lässt auch nach. Deswegen schnell Break-Even. Also wer die Position noch hält, ich würde hier an der 1,19, 1,18, 25, 6, wenn du diesen Zielbereich hier unten anläuft, würde ich die Hälfte der Position entweder rausschmeißen oder den Stop für die Hälfte der Position auf die 31 ziehen hier oben. Über diesen Zielbereich für die Euro pro 2, für die Euro pro der 2. Da, wenn er diesen hier unten die 25,6 anläuft, geht mein Stop über diesen Zielbereich. Für die Hälfte der Position, den Rest lasse ich laufen. Die Hälfte rausschmeißen, Tagesziel im Sack, der Tag ist gesichert, es langt für ein Brötchen und für eine Hefeweizen am Nachmittag. Wieso eigentlich erst Nachmittag? Und den Rest dann laufen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, Break-Even abgesichert und fertig ist er. Und schon ist so ein Tag im Sack und so ein Tag ist gelaufen. So, da ja auch ein paar Feiglinge sind, nee, das muss Nelson machen. Können wir nachher mal eine Umfrage machen, wer dabei war, mit welchem Ergebnis. Ach, ihr habt ja die Umfrage. Ach nee, ihr habt ja gar keine. Ist ja nicht mein Webinar, sorry, geht ja nicht. Das nächste Mal machen wir das anders. Dann kann ich ja vielleicht bei die Umfrage dem Nelson zukommen lassen. Sind Fragen dazu? Setup ist durch. Ich mache ganz bewusst, steuere ich jetzt schon aufs Ende zu. Erstens, mobiles Internet, das muss geschont werden. Zweitens, haben wir ein Tagesziel erreicht. Wenn man Tagesziel erreicht hat, deswegen heißt das Ding nämlich Tagesziel. Und deswegen heißen das bei uns auch nicht Widerstände und Unterstützung, sondern die heißen Zielbereiche. Zielbereiche sind nämlich dafür da, um angelaufen zu werden. Ich sage immer, Ziel heißt deswegen Ziel, weil man will ja sein Ziel erreichen. So ein 100-Meter-Läufer, der läuft, dann läuft ja auch nicht nach 100 Meter, läuft auch nicht 100 Meter in einem spitzen Wert und sagt dann, oh Scheiße, das lief so gut, ich hänge mal noch 200 Meter dran. Nee, wenn er sein Ziel erreicht hat, macht er ja auch Feierabend, ne? Und holt sich seine Medaillen ab. Und das gleiche hier ja auch. Deswegen, mein Hauptaugenmerk heute lag darauf, euch zu zeigen, wenn man realisierbare Ziele hat, die bei 6, 8, 10 Punkten liegen, dann hat man auch eine faire Chance, sein Tagesziel zu erreichen. Leute, die wir sehen, die bei 20, 25, 30 Punkten Tagesziel liegen, die werden regelmäßig scheitern. Du bist faul, das wissen wir doch. Danke, mein Lieber. Ich habe dich ja auch ganz lieb. Das lässt sich nur mit Bier wieder ausgleichen. Was ist eigentlich noch mit deinen angedachten 1,3? Welche angedachten 1,3? Die verstehe ich jetzt nicht. Ja, das weiß ich noch nicht. Erstmal sind wir erstmal mit die 1,1720 auf dem Deckel und dann sehen wir weiter. Die nächste Entscheidung fällt dann bei der 1,1720. So, jetzt gucken wir uns mal noch diesen Bruder hier an. Diesen Bruder haben wir schon geschortet im Bereich 12.900. Und das wird jetzt mein Abschlussblick.
heute. Den haben wir vorgestern schon geschortet bei 12.900. Das Bild kennt vielleicht der eine oder andere schon, weil wir haben, und das soll das Thema heute sein, gestern hat mich doch nicht möchte gern, der Portugiese gefragt, ob ich das mal erklären kann, die mal einzeichnen kann. Wir haben hier einen Doppelkopf, wir haben hier eine linke Schulter, wir haben einen Doppelkopf und bilden hier die rechte Schulter aus. Diese rechte Schulter und die Nackenlinie. Diese rechte Schulter sollte uns auf jeden Fall dazu bringen, die Nackenlinie hier unten anzulaufen. Diese Nackenlinie hier verläuft im Moment im Bereich 11.490. Wir haben ein bisschen Zeit. 11.400 steht auf dem Deckel, die Zwischentiefs bei 11.8. Das heißt, wenn ich so eine Widerstandsbereiche hier sehe, dann muss ich auf den Knopf drücken, dann muss ich diese Geschichte shorten. Und ich habe schon bei 12.890 angefangen zu shorten. Diese Position ist leicht hinten, das macht aber nichts. Stops liegen über der 13.050. Richtig stabil wird für mich dieses Setup entweder, wenn wir hier im 1-Stunden-Chart eine Abwärtstrenddefinition kriegen. Das heißt, ich möchte gerne da unten drunter mit einem Schlusskurs unter die 11.850, grobe Richtung. 11.800 wäre noch besser. Stundenschluss da drunter. Dann haben wir die ersten Anzeichen, dass es richtig bergab geht und ich würde anfangen, diese Nummer aufzustocken. Solange bewegen wir uns noch hin und her. Die zweite Möglichkeit, die sich für mich gibt, ist, dass wir einen heftigen Blow-off kriegen, nämlich einen Spike hier in der von mir aus 5-Minuten-Kerze, maximal in der Stundenkerze. Ein Spike hier hoch an die 13, Schlusskurs wieder unter der 12.950. Sollte das in der 5-Minuten- oder 15-Minuten-Kerze oder sowas passieren, dass er hier hochschießt, wieder zurück und den Schlusskurs hier drunter und dass da ein Riesenvolumen gedreht wurde, würde ich diese Nummer direkt aufstocken. Stops gehen dann mit 20 Punkten Luft über dieses Hoch. Und die Limits gehen auf die 11.800, beziehungsweise wenn wir die so weit verschieben, dass wir die Limits hier unten an die Nackenlinie packen, die sich hier ergibt. Solche SKS im langfristigen Bereich können auch gerne mal schnell zu einem Fake werden. Dann dürfte es hier unten zu einem Fehlbruch der Nackenlinie kommen, um die Bären in Massen hier reinzuschleudern oder in den Markt zu holen. Und wenn wir diesen Fehlausbruch haben und einen Schlusskurs wieder über der Nackenlinie kriegen, schmeiße ich die Position raus. Bleiben wir hier drunter und kriegen einen Rücklauf an die Nackenlinie, würde ich diese Position massivst aufstocken. Wir kommen dann von der 12.9, sind an der 11.4, wir sind 1500 Punkte vorne. Und dieses Polster, was wir uns hier erarbeiten, würde ich dafür nutzen, um hier unten massivst aufzustocken. Denn das Ziel für diese Formation, auch wenn der ein oder andere mir einen Vogel zeigt, aber das hat man 2015 schon mal gemacht und dann waren wir bei der 8,4. Ich kann mit Vögeln leben. Bitte nicht falsch interpretieren. Ich bin über 50, ich kann auch ohne. Das würde nämlich heißen, wenn wir den Bruch hier unten vollziehen, dann landen wir sogar unter der 10.000 und wir haben noch alte Bereiche hier an der 10.8. Mein Fahrplan würde in dem Fall heißen, hier runter, die Nackenlinie mit Schmackes brechen, dann ein Rücklauf an der 10.8 hier, dann einen Rücklauf an die Nackenlinie wieder an die 11.4, 11.5, um dann das Szenario hier zu vollenden, weil diese Nummer würde sich ungefähr decken, wenn diese Bewegung dann diese ist und wir diese Bewegung hier nach unten vollziehen, landen wir hier ungefähr im gleichen Bereich. Das ist mein Fahrplan ab der 12.900. 12.900, 10.800, 11.400, 9.500. Das ist mein Short-Fahrplan.
wird das hier unten ein Fake und die Nackenlinie wird nicht kaputt gemacht, oder er geht mit dem Wochenschlusskurs noch schlimmer, über die 12,9, dann war das hier die gesamte Korrektur und dann gehen wir auf neue Allzeithochs bei 14,6. Aber das ist nicht mein Fahrplan und nicht meine Baustelle. So, den Jungen, den haben wir jetzt schon mal an die 31 geprügelt hier unten, ne? Und wir haben gesagt, wenn wir hier unten an die 25, 26 laufen, gehen die Stops da oben drüber. Da, Papas Zielbereiche, ne? Guckt mal, wie schön die halten. Tick genau angelaufen, schöne Nummer. Und damit bin ich mit meinem Szenario heute auch durch. Wenn Fragen dazu sind, also wenn einer eine Frage dazu hat, ne, kann er die behalten. Oder er kann sie mir schicken an die hallo@forexpro-systeme.de. Bitte denkt dran, draußen scheint die Sonne und wir haben schönes Wetter. Wir haben 24, 25 Grad Wassertemperatur. Wir kriegen heute 28 Grad Lufttemperatur. Die Antwort kann etwas dauern. Kontaktdaten hallo@forexpro-systeme.de. Da sind Sie auch nochmal drinne. Und ganz am Rande, der Gutschein, dieser 20% Gutschein gilt für alle Produkte bei uns im Shop. Wir haben schönen Urlaub, wir haben eine gute Partnerschaft mit Nelson, also auf jeden Fall hier im Webinar und im Börsenhandel. Beim Fußball sieht das ja ein bisschen anders aus. Deswegen geht der Gutschein, dieser 20% Gutschein auf alle Produkte bis zum 30.05., weil dann bin ich wieder zu Hause, dann habe ich schlechte Laune und dann schalte ich den ab. So. Und damit soll das mein Statement für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben in das, was wir machen, wie wir es machen, wie wir handeln, wie wir unsere Position eröffnen, nach welchem Regelwerk wir sie eröffnen, wie wir sie schließen. Und hoffe vielleicht sogar den einen oder anderen etwas neugierig gemacht zu haben und bei uns vielleicht begrüßen zu können, den einen oder anderen als Neukunden. Hier ist der Shop, mein lieber Oliver. Da ist der Shop, weil er gerade sagte, er findet das nicht. Oben steht das Servicepaket, im Servicepaket, Bob, Bob, ne? Kennt ihr? Da sind alle Webinare drinne, jedes Quartal. Dieses Quartal sind es noch irgendwie, ich glaube, noch 12 oder 13 Webinare, die ich machen muss, und darunter kommt Euro pro 3. Man sollte vielleicht mal den Browser aktualisieren oder in Cache leeren, dann findest du es auch. Ich hoffe, Euro pro 2 bleibt selbstverständlich verfügbar für dich, Uwe. Nur für dich. Nein, Euro pro 2 bleibt ganz normal verfügbar. Das hier ist ein Upgrade. Das ist keine neue Version, es ist ein Upgrade, mehr nicht. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Einblick gewähren und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen neugierig machen oder von denen, die hier Dauerzaungäste sind, davon überzeugen, dass wir immer noch das Gleiche machen, das gleiche Setup machen. Das handeln wir seit inzwischen weit über 10 Jahren und verdienen damit unseren Lebensunterhalt. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen davon überzeugen, in unserem illustren Haufen mitzumachen und vielleicht zeitnah die Mitgliederzahl 1200 nach oben zu knacken. Ich sage danke an Nelson und an FXLet, dass sie die Möglichkeit haben, uns hier mal zu zeigen und mal zu zeigen, was wir tun. Und verabschiede mich mit einem freundlichen Moin Moin, euer Scalp-Trader Thorsten. Ja, vielen Dank, Thorsten. Danke für die Veranstaltung heute, dass du uns mal wieder deine Herangehensweise gezeigt hast. Ich denke, wir haben einiges gelernt heute wieder, auch ich als Golf-Dieselfahrer. Und danke natürlich auch für die tolle Partnerschaft, kann ich nur bestätigen. Und natürlich die schöne Gutscheinaktion. Das Webinar kommt so schnell wie möglich online, sollte heute jetzt im Laufe des Tages passieren. Thorsten, dir schicke ich dann auch daher noch den Link.
Freue mich schon auf den nächsten Termin. Thorsten, das hat es ja auch schon angekündigt. Im Juni werden wir nochmal ein Special machen, mal zum anderen Thema. Aber die Ankündigung wird dann auch noch folgen. Wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Tag, erfolgreichen Trading-Tag. Natürlich morgen auch einen schönen Feiertag. Und ja, auch dir, Thorsten, weiterhin schönen Urlaub in Italien. Viel Spaß noch, aber wir werden sicherlich nochmal telefonieren. Ansonsten verabschiede ich mich auch. Wie gesagt, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis zum nächsten Termin. Dankeschön. Tschüss zusammen. Genau, schönen Feiertag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Tschüss, tschüss.